So, 5.9 Darlehen. Wenn einem Unternehmen die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nicht reichen, zum Beispiel um eine bestimmte Investition zu tätigen oder Material einzukaufen, hat es die Möglichkeit, eine langfristige Verbindlichkeit in Form eines Darlehens aufzunehmen. Dabei ist in der Regel ein Kreditinstitut der Darlehensgeber und durch ein Darlehen wird dem Unternehmen der Kreditbetrag in einer Summe auf dem Bankkonto zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig verpflichtet sich der Darlehensnehmer, diesen Betrag sowie die fälligen Zinsen innerhalb einer bestimmten Zeit zurückzuzahlen. Ein zurückgezahlter Teilbetrag wird als Tilgungsrate bezeichnet. Bei der Darlehensrückzahlung können drei verschiedene Arten unterschieden werden. Beim sogenannten endfälligen Darlehen erfolgen Auszahlung und Rückzahlung jeweils in einer Summe, also gibt es während der Laufzeit keine Tilgung und dadurch fallen konstante Zinsen für den gesamten Kreditbetrag an. Diese Tatsache macht das endfällige Darlehen im Vergleich zu anderen Rückzahlungsformen relativ teuer. Bei der sogenannten Ratentilgung wird eine konstante Tilgungsrate über die Kreditlaufzeit gezahlt. Und bei der sogenannten Annuitätentilgung bleibt während der Kreditlaufzeit die Annuität konstant. Dabei setzt sich die Annuität aus der Tilgungs- und der Zinsrate zusammen und die Tilgungen führen zu einer kontinuierlichen Abnahme der Restschuld. Eine geringe Restschuld wiederum bedeutet aber sinkende Zinsverpflichtungen und da die Annuität jedoch konstant ist, steigt der Tilgungsanteil um den Betrag der Zinsminderung. Je mehr die Zinsverpflichtungen also abnehmen, desto mehr nimmt der Tilgungsanteil in der Annuität zu. Die Tilgungsraten und Zinszahlungen vom Unternehmen werden über das Bankkonto geleistet. Die Tilgungsraten vermindern dabei die Darlehenshöhe, sind daher auf dem Konto 425 langfristige Bankverbindlichkeiten im Soll zu buchen und die Zinsen werden auf dem Aufwandskonto 751 Bankzinsen im Soll erfasst. Ein Beispiel dazu. Unser Unternehmen erhält zur Finanzierung des Kaufs einer neuen Fertigungsanlage einen langfristigen Ratenkredit mit einer Laufzeit von 6 Jahren von der Hausbank und am 20.05.2010 wird der Kreditbetrag in Höhe von 66.000 Euro auf dem Bankkonto bereitgestellt. So, das ist dann an dem Tag, an dem der Kredit bereitgestellt wird. Bank 66.000 erhöht sich, gleichzeitig erhöhen sich unsere langfristigen Bankverbindlichkeiten. Und nach einem Jahr ist dann die erste Tilgungsrate von 11.000 Euro plus Zinsen in Höhe von 6% fällig. Das wird dann eben so gebucht, dass die langfristigen Verbindlichkeiten sinken um den Betrag der Tilgung und dass wir außerdem noch Bankzinsen zahlen. Das ist dann ein Aufwandskonto und zusammen geht das über das Bankkonto dann eben an den Kreditgeber. So werden Darlehen gebucht.